Hey Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Heute spielen wir mit Isaac und zwar das Vanilla Minecraft Isaac of Doom. Und was haben wir hier? Wir haben hier Piercing Shots. Nehmen wir mit. Cupid's Arrow. Okay, das sorgt dafür, dass wir durch Gegner schießen können. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Folgendes. Ich bin ein bisschen in Eile, ganz einfach, weil, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon in Hamburg. Mit dem guten Mr. Morgan. Und es ist gerade 23.21 Uhr und ich versuche dieses Video für euch aufzunehmen. Ich hoffe, es wird ein guter Run, damit ich den direkt morgen hochladen kann und ich danach noch einen Run machen muss, weil sonst, wenn der kacke wird. Ist ja kein Geheimnis, wenn ein Run irgendwie ziemlich scheiße wird oder so, dann lade ich ihn auch nicht hoch. Ganz einfach, weil ihr ihn dann niedermacht. Ich glaube, es gab bis jetzt aber nur einen Run. Einen Run habe ich euch nicht gezeigt. Der ist in den Tiefen meiner Aufnahmen verschwunden. So. Ich bin auch, glaube ich, auf der dritten Ebene oder sowas gestorben und ich habe das Gefühl... Blablabla. Hab doch sehr viel lange gebraucht, weil ich rumgespielt habe. Deswegen war er lang, aber ich habe nicht so viel erreicht. Ja. So. Warum bin ich in Ubisoft? Fragt ihr euch jetzt sicherlich. Natürlich fragt ihr euch das. Ihr wollt es wissen. Wir wurden eingeladen, Spiele wie Far Cry 4 zu spielen. Zusammen mit dem Mr. Morgan werde ich dort sein. Ein One-Up. Nehme ich mit. Und wir werden dann Spiele wie Far Cry 4 spielen. Das neue Assassin's Creed. Ich hoffe, wir werden das auf der PlayStation 4 spielen, weil ich habe noch nie auf einer PlayStation 4 gespielt. Und ich will einfach mal... auf einer PlayStation 4 spielen. Deswegen fahre ich dahin und weil ich einfach keinen Bock habe zu kochen und weil das Buffet sehr gut sein soll bei Ubisoft. So, Piercing Shots sind richtig geil. Ein sehr geiles Item, das man nicht unterschätzen darf. Guck mal, er fliegt einfach durch Gegner durch. Somit können wir mit einer Träne verdammt viel ausrichten. Jetzt noch Damage ab und alles ist geil. So. Oder Schüsse, mit denen wir durch Wände schießen können. Ja, das wäre auch geil. Jetzt haben wir Schaden bekommen. Nicht gut. Wir dürfen keinen Schaden bekommen für den Engelsraum. Ein weißes Herzchen, sehr gut. So. Ein Happy Upgrade. Noch ein Happy Upgrade. Shop gehen wir nicht rein, haben wir leider keinen Schlüssel für. Können wir uns reinsprengen? Nein, können wir auch nicht. Auf geht's. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich war noch nie auf so einem Event. Ich war mal bei einer Entwicklerfirma in Bremen. Da konnte ich da durfte man ein Spiel testen. Und ein bisschen so Tipps geben, was daran schlecht ist und bla bla bla. Was heißt Tipps geben? Einfach mal, ne, testen und dann sagen, hey, ich habe das Spiel begriffen und komm klar oder ne, ist es für den Arsch und mach das neu alles. Und es gab Pizza. Ganz viel Pizza. Ganz leckere Pizza. Ich habe da eine Pizza gegessen, die habe ich zum ersten Mal gegessen, aber ich weiß nicht mehr ihren Namen. So, oh oh. Eine Gyros-Pizza, genau, eine Gyros-Pizza war das. Mit diesem Gyros-Fleisch. Habe ich noch nie gegessen. Fand ich aber sehr deliziös. Sehr sättigend, aber sehr deliziös. Hey, du Arschkopf, jetzt stück. Endlich. Danke. Meine Nase läuft ein bisschen. Gott, werde ich etwa krank? Oh nein, ich kann morgen nicht hin. Oh nein, ich kann morgen nicht hin. Das eigentlich auch gut ist, weil... ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn ich... na, ich bin nicht so der sozialste Mensch. Ich komme da so nicht mit Menschen klar. Deswegen sind Fantreffen auch immer sehr anstrengend und will auch keins machen. Ich hatte jetzt 1,5 Fantreffen insgesamt und... das hat mir schon gereicht, das hat mir schon gereicht. Nichts gegen euch, einfach mit mir. Ich denke mal immer, ihr hasst mich alle und sowas. Weißt du, kennt ihr das? Wenn ihr denkt, die Menschheit hasst euch. Das ist ein Problem. So, komm her. Zack, 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 zack. Töten wir alles. Und suchen einen weiteren Schlüssel, verdammt. Ja, ganz viele Rerolls werden jetzt verschwendet. Toll, ich hoffe, ihr seid glücklich. Haben wir uns einen Weg freigesprengt. Alles geplant, alles geplant. Du könntest aber mal da hinten aufplatzen, ne? Das wäre auch ganz nett. So, nein, 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 nein. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Was ist los mit meiner Nase? Hör auf zu tropfen. Ih, das ist eklig. Oh, fuck. Mann, ist das eklig. Man muss richtig schnell reagieren. Richtig schnell reagieren. Was ich aber nicht kann. Mein Gehirn muss erstmal alles verarbeiten. Nö, Raumspinne, Spinne, bitte. So. Finde ich auch sehr gut, dass die Tränen nicht durch diese TNT oder durch sonst was fliegen. Finde ich sehr gut. Was haben wir hier? Spinnis, leider keine Taube. Der Schlingel hat sie ja hier gefunden, die Taube, ne? Hat er mir geschrieben, hey, Holly, guck mal, was ich gefunden habe direkt. Bam, 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 Taube. Das haben mir Tausende geschrieben. Warum findet ihr alle die Taube? Ich will auch die Taube. So. Ja, lass uns mal den Boss besiegen. Und wir haben einen Schlüssel. Verdammt. Wir bekommen ein Cube of Meat. Sehr gut, dann ist unser Häuptling mal ein bisschen geschützt. Immerhin. Immerhin ist der Häuptling ein wenig geschützt. So. Ich weiß gar nicht, macht dieser Piercing Shot auch Damage ab? Weiß ich nicht. So.
Dauert ganz schön lange, ganz am Anfang diese blöden Dinger zu besiegen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Naja, ich hoffe, wir bekommen irgendein Damage-Upgrade im Itemraum. Polyphemus, sehr geil, würde ich bevorzugen. Taube, 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 Taube. Ja. Aber ich nehme es trotzdem mit. AP-Upgrade und wir können fliegen. Alles klar. Sehr nice. Ihr seht euch das mal an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fängt schon mal super an. Fängt schon mal super an. Auch wenn wir schon sehr viel Schaden bekommen haben. Haben wir sehr viel Glück gehabt, was? Vielleicht auch, weil wir nicht gespielt haben und sowas. Sehr gut. Ein fliegender kleiner Indianer. Das ist geil. Das ist eine gute Kombo. Finde ich cool. So. Jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Wahrscheinlich was Schlechtes. Kackhaufen oder sowas. So, Random Effect. Was haben wir? The Book of Belial. So, gibt uns ja immer so einen Random Effect, dieses Buch. Oder diese Rolle. Dafür muss es aber 6 Räume lang aufgelevelt werden. Aufgeladen. Und das ist nicht so pralle. Das ist nicht so pralle. Wisst ihr was? Es lief jetzt so gut mit diesen Engelsräumen. Ich gehe jetzt nicht da oben spielen. Nee. Ja, ihr habt richtig gehört. Holly geht nicht spielen. Unglaublich, oder? So, wie weit geht's hier noch? Ich hoffe noch ein wenig weit, damit wir nochmal rerollen können. So, und ich mache mir mit dem Cube of Meat fertig. Babs. Schnell, 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 schnell. Babs. Schlüssel. Nice. Genau, Shop. Können wir auch nochmal reingucken. Da war ja was. So, HP-Upgrade und lässt uns fliegen, okay. Leider kein Damage-Upgrade. Leider kein Damage-Upgrade. Aber passt schon. Warum beschwere ich mich? Wir können verdammt nochmal fliegen und das ist geil. Rein hier. Kompass. Nehmen wir mit. Sehr gut. Gefällt mir. Daumen nach oben. Und wenn das da links jetzt nicht dieser blöde Raum ist, wo wir einfach nur, also der Zacki-Zacki-Raum da, das Sacrifice Room, dann können wir nochmal rerollen. Sehr nice. Und jetzt kann ich sogar dir entkommen. Trotzdem wurde ich von dieser Spinne erwischt. Verdammt. So. Oh Gott. Ich wollte, hätte ich nicht. Wollte ihn hier nach oben werfen, aber nee. Geheimraum könnten wir noch suchen. Könnte hier neben dem Shop sein. Ist doch wahrscheinlich hundertprozentig. Ich mach's einfach mal. Sieht auch schon aus wie so ein kleines Tor, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir der Run bis jetzt. Ein sehr schöner Run. Wir haben Engelsdinger, wir haben einen Engelsraum. Und wir waren anscheinend sehr artig. Sehr gut. Darf ich auch einkaufen gehen oder ist es auch gegen die Gesetze? Und wir können rerollen, darf ich nicht vergessen. Genau. Haben wir noch eine Chance, die zweite Ebene mega geil zu machen. Da. Komm schon, flieg schneller. Und wir bekommen. Ja. Distant Administration. Ich glaube sogar ein Special Item, ne? Oh, scheiß drauf. So. Wir gehen einfach weiter. Ist egal, ob es ein Special Item ist oder nicht. Dafür verringert sich die Chance auf andere Special Items und bla. Soweit will ich gar nicht denken. Ich will einfach nur alles aufheben. Fast alles. Und ein bisschen vorankommen und einfach den Run schaffen. So. Durch. Ups. Mein Ohr juckt. Jetzt kurz jucken. So. Itemraum befindet sich. Ja, das ist die Frage. Ich glaube nach unten rechts, ne? Ja. Nach unten rechts, weil da oben rechts schon der Shop ist und so. Da platzen die auf, die Pinkel. Sehr gut. Jo, du bist hier, Kärtchen. Da ist noch eine Todsünde. Sehr geil. Mag ich auch gegen die zu kämpfen. Yeah. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Und wir haben einen Schlüssel für den Itemraum. Sehr gut. Meine Nase, hör auf zu tropfen. Muss ich das machen die ganze Zeit oder was? Nein. So wie die ganzen jungen Let's Player. Ich glaube, wenn ein etwas. Also, wenn eins die jungen Let's Player. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Auszeichnet, genau. Dann ist es nicht die schlechte Qualität. Es haben viele schon eine sehr gute Qualität. Aber es ist dieses. Das höre ich immer so. Die achten da nicht so drauf. Die denken so, ach, ist völlig normal. Ist doch nur eine triefende Nase. Die stört doch schon keinen, wenn ich das 10.000 Mal mache in einer Minute. So, Reroll. Wir bekommen das Messer. Was macht das denn nochmal? Rasiert uns. Macht das Schaden? Oh ja, dafür mit Damage ab. Okay. Gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ah, hab's verwechselt. Ich dachte, das Razorblade gibt uns einfach nur ein blaues Herzchen, oder? Genau, so war das. Naja. Wir lernen dazu. Ich bin auch nur ein Anfänger. Oh, verdammt. Unnötig Schaden. Tja, der Damage könnte noch steigen, ne? Ich wiederhole mich, aber der Damage könnte noch steigen. Auf Wiedersehen.
Her damit. Dankeschön. Flup, flup, flap, flaps. So, den Raum kriegen wir auch nochmal. Verstecken uns hier. Die Fliege hilft uns ein bisschen mit. Macht ordentlich Damage, kann das sein? Ups. Einen Schlüssel haben wir. Zacki, zacki, Raum. Da will ich nicht hin. Das ist vielleicht gegen die Regeln. Ist eine Sünde oder sowas. Aber ich würde euch jetzt gerne schnell zum Boss und den Boss besiegen. Ja, das machen wir, glaube ich, auch mal. Ich habe mir das Gefühl, je schneller wir den Boss auch besiegen, desto höher ist die Chance, dass der Raum ein Hakenkreuz-ähnliches Symbol auf dem Boden hat. Ja, ich weiß. Desto höher ist die Chance, dass da was spawnt. Teufelsraum oder sonst was. So. Aber wir müssen erstmal reroll. Verdammt. Und ich glaube, ich mache dann auch noch erstmal einen Raum, damit wir da dann mit einem Reroll in den Bossraum gehen. Genau, ich glaube, das wäre sehr schlau, das zu tun. Damit wir rerollen können im Dingensraum. Ach. Ach. So. Wenn links eine Todsünde ist, das heißt, oben rechts kann auf jeden Fall keine mehr sein. Auf einer Ebene kann nur eine Todsünde existieren, außer in der Chest-Ebene da. So. Das heißt, hier habe ich das hier. Eine Schubfalle. Das nehmen wir mit. Und eine Glücksbombe. Perfekt. Reicht auch für einen wunderschönen kleinen Familienausflug. So, passt schon. Das sieht so komisch aus. Naja, egal. So, ich darf nicht vergessen, ich muss da mit einem Reroll reingehen. Damit ich, falls dann Engelsraum auftaucht, auch rerollen kann. Sehr gut. So. Oh. Ah, ich habe, glaube ich, einen Nerv geklemmt im Finger. Ja. Gnarf. So, einen Raum aber blockieren. Einen Raum blockieren. Perfekt. Perfekt. Oh, jetzt. Ja, los, kesselt mich ein. Wo bin ich? Ach, du rennst da oben lang, weil du denkst, ich bin woanders. Ah. Wow, fast aufgehoben. Nicht gut. Genau. Auf geht's nach oben. So, einen Engelsraum haben wir jetzt. Ich hoffe, da kommen noch einige, ne? Wenn Teufelsraum kommt, werden wir ignorieren. Da werden wir reingehen und sagen, nein, Kumpel, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Der macht. So, du bist jetzt ein bisschen nervig. Vielleicht kann ich ein bisschen mit der Fliege mithelfen. Schaden bekommen. Oh, und was für ein Schaden. Ich brauche doch ein ganzes Herzschaden, ne? Heiliger Charlie. So, ich will ein bisschen mit der Fliege mithelfen. Okay, gut. Ein HP-Upgrade. Schade. Haben wir anscheinend zu viel Schaden bekommen. Egal. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Der Geheimraum, wo könnte der sein? Hier beim Shop. Nicht? Naja, habe ich auch nicht gedacht. Ich denke eher hier. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, das Buch. Ja, auch ganz interessant, das Buch. Nee, da will ich aber nicht rerollen. Ich reroll lieber da oben. Ich reroll lieber da oben. Book of Burial hier im Geheimraum zu finden, ist auch irgendwie sehr eigenartig. Das kenne ich gar nicht. Wir könnten jetzt natürlich das hier nehmen und mal ganz kurz spielen. Ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ich versuche es einfach mal ganz kurz. Und zwar folgendes. Ich glaube nicht, dass ich das dann so verringert. Ich glaube nur in Spielhallen, oder? Wenn ich das als Space-Item habe, weiß ich nicht. Pass auf, wir versuchen jetzt eine Fliege zu spawnen. Kann man das überhaupt? Okay, Münzen. Komm schon. Münzen. Spawn eine Fliege. Aber hoffentlich töte ich sie nicht mit meinem Cube of Meat und sonst was. Okay. Bombe. So. Und eine Münze. Und das ist meine Glücksmünze. Nein, das ist meine Glücksmünze. Nein, leider haben wir nichts bekommen. Schade. Ich dachte, damit können wir den Boss wieder spawnen lassen und dann können wir nochmal bekämpfen. Und noch ein Item bekommen. Und das ist ziemlich geil, diese Taktik. Jetzt gehen wir aber nach rechts und hoffen einfach mal, dass wir was Cooles bekommen, wenn wir das jetzt rerollen. Die Chimie rollen, die Heat in, die treiben Krieg, Abel, muss ich mitnehmen, ich hasse dich, Abel ist so unfähig. Ja, guck mal, die fliegt jetzt da rum und macht einfach das Gegenteil, was ich tue. Toll. Und was für Schaden machst du? Kaum. Genau, das ist die richtige Aussage, kaum. Das darf ich auch nicht vergessen. Kostenloses HP-Upgrade, pass auf, ich steck mich einfach hier und die Fliege erledigt ihren Job, oder was? Bam. Wow, bist du schnell. Meine Güte. Tier's ab. Das sehe ich doch gerne. So, dann lass uns das hier mal mitnehmen. Hey, wir haben jetzt hier. Da ist alles geklärt. Alles klar, wir können in die nächste Ebene. Book of Belial lassen wir liegen. Und auf geht's. Und hoffen wir mal, dass wir besseres Glück haben. Und keine XL-Ebene, keine XL-Ebene. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben zu dem... Ich öffne das einfach mal. Okay. Bin ich mal so frech und öffne das. Jetzt habe ich das noch nicht mitgenommen. Ich versage. So. Bücherraum will ich jetzt nicht reingehen. Nee, 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 hatten wir noch nicht. Okay. Lock up. Nice. Okay, sehr gut. Bücherraum gehe ich noch nicht rein. Da will ich dann doch den Schlüssel erstmal behalten. Für... ne? Ihr wisst schon. Für Itemraum. So, die will ich mit meiner Fliege ein bisschen töten. Zack, die da oben sind schon auf jeden Fall sehr stark beschädigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt du mit... Ah, verdammt. Blödes Arschvieh. So, wir nähern uns aber den Itemraum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. The World. Achso. Ja, vielleicht. Weiß nicht. Könnte man. Geheimraum könnte ich dann so schnell finden. Reborn. Giftbomben. Ah, come to World. Und da sehen wir schon mal alles, okay? Hier geht's auf jeden Fall zur Richtung Boss. Okay. Okay, okay, okay. Machen wir. Gehen wir. Machen wir. Warum nicht? Au, verdammt. Ja, ich will ein bisschen mit der Fliege arbeiten, einfach weil sie verdammt viel Damage macht. So. Noch ein Raum. Die Mom kommt noch nicht. Ist erst Catacombs. Das heißt, keine Sorge, wir haben noch die Chance auf den Engelsraum. Hoffentlich. So. Okay, ein Raum noch, dann haben wir es geklärt. Ja, verdammt, ich bin nicht so schnell wie meine Fliege. Zack, ich töte jetzt alles noch mit meiner Fliege. Spielbecher. Die Frage ist jetzt, gehe ich schnell den Boss besiegen? Ja, lass einfach schnell den Boss besiegen, einfach damit ich da dann auch rerollen kann. Natürlich haben wir jetzt so eine kleine Verschwendung eines Raumes, egal. Hier können wir super mit meiner Fliege arbeiten. Ah, wieso hat er denn die Richtung so komisch gewechselt? Na, ah, kein, aber das will ich auf jeden Fall rerollen. Range up. Ja, komm, nehmen wir mit den Mist hier, nehmen wir mit. Jetzt sind wir ein kleiner Schwuler. Kleiner, stuntiger, fliegender Engels-Indianer-Vanilla-Minecraft. So, das da will ich auch rerollen. Ich weiß gar nicht mehr, was es schon da, was es da gab und was da ist. Egal. Den Geheimraum müssen wir auch mal frei sprengen. Dank der World sehen wir ihn. So, mit und einmal sprengen bitte zum Mitnehmen. Ein paar Münzen, okay. Ja, perfekt für den Shop, würde ich sagen. Hätten uns jetzt hier reinsprengen können, aber wir haben keine Bombe mehr. Hast du eine Bombe gedroppt? Oh, wehe. So. Zacki, zacki, rum. Da könnte eine Möwe drin sein. Eine Taube, meinte ich. So. Ah, ich dachte, wir werden jetzt irgendwie hin teleportiert zum Engelsraum. Schade. Manu. So. Shop gehen wir auch auf jeden Fall rein. Hallöchen. Gott, geh nicht mehr auf die... Nüsse. Diese ganzen blöden Dinger hier. Aber wenn man da einfach so steht, wenn man fliegen kann, ist perfekt. Dieser Raum wäre wahrscheinlich mein Todesurteil, hätte ich da nicht diese Flugmöglichkeit. Ach ja, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen das Polaroid mitnehmen, ne? Weil wir haben ja nicht den Community Remix Mod. So, verdammt. Zu viel Schaden hier. Herzchen. Nein, verdammt. Greed, kann ich mich raussprengen? Ah, Mist. Ah, ich hätte mich in die andere Richtung springen müssen. Verdammt. Egal. Das machen wir jetzt. Gehen wir hin. Steam Sale. Okay. Ach, nehmen wir mit für die nächsten Ebenen und sowas. Nehmen wir mit. Greed Farming habe ich eh keinen Bock drauf. Auf geht's. Wir rerollen den Schizzle. Mann, Dizzle Doggy Fizzle Televizzle. Hätte eh nicht so viel gebracht, wenn ich jetzt erstmal gererollt hätte und dann erst Greed besiegt für den Recharge. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Es passt schon. So. Alles gut. Nehme ich auf. Ja, ich nehme auf, oder? Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt voraus aufnehme, aber eigentlich gar nicht aufnehme. Das wäre wirklich sehr witzig. Und wir bekommen diesen Spelunker-Head. Nehmen wir mit. Müssen wir ja. Gut. Und dann würde ich sagen, wir werden jetzt... Ah, super Geheimraum, keine Bombe. Scheißendreck. Weiter.
Weiter, weiter, weiter. Ich habe gerade überlegt, im Bücherraum vielleicht dieses Book of Anachris zu finden und damit dann das freizusprengen und was weiß ich alles. Curse of Darkness, super. Das freut mich doch sehr. Ich liebe diese Ebene. Das ist meine Lieblingsebene. Habe ich mich gerade erst beschwert, dass es die schlimmsten Ebenen sind? So. Ja, hätte ich die Fliege nicht, ey. Die Fliege nimmt jetzt ein wenig Arbeit ab. Das ist sehr gut. Ja, was ist das hier? Ein Shop wahrscheinlich. Ja. Die Batterie. Sehr gut. Noch mehr Chancen. Zu rechargen. Ja. Geil. So, jetzt müssen wir noch den Itemraum finden. Natürlich bringt uns der Kompass jetzt natürlich unglaublich viel, ungemein viel. Ich bin sehr froh, den Kompass jetzt zu haben in dieser Situation. Das ist unglaublich. So, haben wir den hier weg. Okay. Münzen haben wir jetzt 15 sogar, 16. Nummer 17. Ja, hier bringt uns das jetzt nicht sonderlich viel. Oh, oh. Naja, recharge dich nur. Bringt doch nichts, du Idiot. Ich werde oder so voll sein nach diesem Raum. Und außerdem haben wir den Eisenraum noch gar nicht gefunden. Aber den Bossraum, da können wir jetzt auch reingehen. Und keinen Schaden nehmen und Engelsraum bekommen. Natürlich, das ist unser Plan. Ich will einen Engelsraum, her damit. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu gierig für den Engelsraum. Die denken sich, nein. So ein gieriger Mensch kommt hier nicht rein. Und gerade wollte ich meine Fliege angreifen. So, komm schon, Attack Fly. Yes, 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 yes. Okay. Perfekt. Nein. Ich muss mit der Fliege arbeiten, sonst dauert das alles viel zu lange hier. Wieso sterben die so schnell? Unglaublich. Ja, sie bekommen den Gish. Ha. Nehmen wir mit. Gish ist gut. Gish ist ganz gut. Gish ist ein gutes Item. Ja. Doch, doch. Bin ich ganz zufrieden mit. Wo bin ich lang gegangen eigentlich? Ach, hier ist der Show. Okay. Das heißt, nach rechts geht's jetzt, ne? Genau. Okay. So, da hätten wir schon mal... Der Geheimraum ist ja hier irgendwo, ne? Genau, der war da direkt zu Beginn. So. Wenn die das Loch da schon anrabbeln, dann kann ich sie auch hinterhältig mit meiner Fliege umbringen. The Chariot. Macht uns unsterblich. Ich hab gerade überlegt, was das macht, ey. Wow. Hi, ich bin Holly. Ich spiele heute das erste Mal Isaac. So. Ach. Ach, Fisselbussel. So. So, ein Herzchen für uns. Halt im Raum. Aber nee, super Geheimraum. Aber wo könnte der jetzt sein? Links, rechts, oben? Weiß ich nicht, verdammt. Ach, fuck. Ja, hätten wir noch mehr Bomben. Ich hol mir erstmal den normalen Geheimraum und behalte eine Bombe dafür, also für den Notfall, falls wir jetzt einen blauen Stein finden oder sowas. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Na, wo bin ich? Ich bin weg. Flups. Perfekt. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Zack, jetzt der Raum. Möbel? Teleportieren zum Möbel? Nein! Hatten wir die schon? Nein, hatten wir nicht. Health down. Balls of Steel. Nice. Lock up. Nice, 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 nice. Nehme ich mit, ey. So, Itemraum. Immer noch kein Itemraum. Das ist so anstrengend hier. Ich habe noch einen blöden Itemraum. Aber das ist ein Buchraum oder sowas, ne? Ne, haben nur einen Schlüssel leider. Das heißt, da gehen wir nicht rein. Tut mir leid. Tschüss. Aber Abel wollte gerade rein. Abel will ja immer das Gegenteil tun, was ich will. Blöde Abel. So. Oh Gott. Back of Bombs, Hall of Babylon. Ja, dann nehme ich lieber Hall of Babylon mit. Dann nehme ich lieber Hall of Babylon mit. Können wir ja nicht mehr rebauen, oder? Das war jetzt die letzte... Ja, rechts waren wir schon. Genau, da ging es auch nicht mehr weiter, nur noch in diesen Buchraum. Tull, 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 tull. Geheimraum können wir noch aufsprengen? Der war ja... Gott, war ja unten oder rechts? Jupp. Ein Automat. Da will ich aber nicht drin spielen.
Doch, will ich eigentlich, aber ne, scheiß drauf. So, weiter geht's. Ich weiß, man darf nicht Automaten spielen, habe ich ja gesagt, aber ich spiele jetzt ein bisschen scheiß drauf. Ich will einfach nur die Möwe irgendwie bekommen, zufällig. Ich meine, wenn sie Schlingel bekommen hat, will ich sie auch bekommen. Auf geht's in die nächste Ebene, oder? Natürlich könnten wir im zweiten Geheimraum auch noch irgendwie so ein Engels-Item bekommen oder sowas. Bei denen zu suchen mit einer Bombe. Ach, ich möchte jetzt einfach nur voraus aufnehmen. Ein bisschen. So. Räuschbar. Nehme ich mit. Spider-Bite. Nice. Slow-Effekt. Die Gegner werden jetzt auch noch langsamer gemacht durch mich und durch Gish. Nice. Nehme ich mit. Da sage ich nicht nein zu. So, Gish verlangsamt sie, ich verlangsam sie. Das ist eine perfekte Kombo. Mit etwas Glück wird dann Isaac gar nichts mehr machen können. Nee, dafür brauchen wir diese Freeze-Train. Genau, Moms Context und sowas. Genau. Das wird perfekt. Oh, ein blauer Stein. Verdammt. Keine Bombe. Und wir haben keinen Schlüssel. Was vielleicht etwas schlimmer ist. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja die Batterie. Da muss ich auch noch ein bisschen spielen. Bombe. Nice. Schlüssel für uns. Komm schon. Na, okay. Das blaue Herzchen. Okay, sag ich nicht. Nein, sag ich. Ach, guck mal hier. Da ist ein Schlüssel. Denn her. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und wir bekommen Mr. Mega. Weiß ich nicht. Könnte uns ein bisschen aus der Patsche helfen, ne? Aber nein. Wenn wir jetzt schon so viele Rerolls haben. Poison Touch. Nope. Nehme ich auch nicht mit. Ich möchte etwas Besseres. Ich weiß zwar nicht was, aber ich will etwas Besseres. Arcade Room gehen wir nicht rein. Wir sagen Nein zur Sucht. Jo. Nee, was brauche ich? Nee, ich brauche jetzt noch Recharges. Ach ja, genau. Dann lass uns mal hier ganz kurz die Spinnen am Leben erhalten. Damit wir auch... Halt, genau, den Würfel aufladen. Komm schon, einmal noch. Ich könnte ihn auch Ebel erledigen lassen. Guck mal hier, zack, 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 zack. Und jetzt einfach... Komm schon. Einmal aufladen noch. Geht doch. Und ich musste meine Finger nicht schmutzig machen. Autsch, verdammt. So, einmal rerollen. Das nächste Item nehme ich. Denn das nächste Item wird Polyphemus. Ja, endlich. Das rieche ich. Das riecht man. Also wenn man hier Isaac spielt, dann hat man so hier auch Geruchssensoren, die im Spiel mit installiert werden. Und dann bekommt man Polyphemus. Oder auch nicht. Verdammt. Warum blamierst du mich so? Für meinen Freunden. So. Tja, wir brauchen ein Bämschchen, ne? Das wäre auch ganz gut. Hier sind ein paar Herzchen. Das heißt, wir können hier Herzen spenden. Komm schon, das ist eine gute Tat. Risky Holly ist risky, hä? Risky Holly ist risky, aber wisst ihr was? Ich mach's nochmal. Und nochmal. Na, schade. So, her damit. Und her damit. Okay. Clearen wir mal die beiden Räume hier. Ich hoffe, die Batterie lädt sich mal ein bisschen auf in der Zwischenzeit. Komm, wenigstens ein Charge. Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet? Wo es nicht mal einen Charge gibt. Na, geht doch. So. Halbes Herzchen. Und TNT. Super, das hat mir natürlich sehr viel gebracht. ja, wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen Raum klären. Wir brauchen eine Bombe, das ist es, was wir brauchen. Ah, fuck, was ist hier los? Wow, das war peinlich. Holly, verlier nicht deine Konzentration. Das ist ein guter Run. Du hast ein Engels-Item. Das ist verdammt viele Münzen, du kannst in den Shop rein. Genau, geh in den Shop rein, Holly. Geh in den Shop rein. Dort erwartet die Nonne. Die Nonne wartet auf dich, ja. So. Oder auch nur blöder Greed, verdammt. Mann. Blöder Arsch. So, schön aufhalten. Wenn's Gish nicht kann, dann tue ich es halt. Zack, 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 zack. Ja, mehr als genug Münzen, würde ich sagen. Alle wütend. Wenn ich es abkratze, ist mir egal. Dann wird es halt ein Dislike-Ding für alle Idioten. Disliken das dann, aber die, die schlau sind, wissen, hey, Holly nimmt das jetzt schnell auf. Weil er bald weg ist. Kakao. Und er hat so viel zu tun und er macht diesen Stress eigentlich, will einfach nur Spiele testen gehen, aber er macht das für uns und das ist gut. Auch wenn er stirbt, der nächste Run wird noch besser. Das machen die schlauen Leute.
keine Träne, nein, es ist keine Träne, die da rauskommt. Es ist keine Träne. Das ist meine Freundin, die mir wieder, wie im Holiday, mir ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißt. So, komm her. Töten wir einfach mal alles, wir bekommen wieder unnötig viel Schaden. Scheiß drauf, wir können da unten nicht mehr rein. Gut, finde ich auch sehr gut. Und wisst ihr was, wenn ich jetzt hier keinen Engelsraum oder sowas bekomme, gehe ich einfach in den Arcade Room und spiele ein bisschen. Hol mir ein paar Herzen. Das ist ja nervig da. So. Und auf Wiedersehen. Danke. Wir können wieder rerollen gehen. Nice. Ja. Weiter. Eine Bombe haben wir immer noch nicht für den super geheimen Raum. Naja, wir brauchen schon eine Bombe. So, einmal durch da. Ups. Boah, wird das wieder anstrengend hier. Ich hasse solche Ebene, wo ich immer hin und her gehe. Ich werde einfach mal demnächst immer nur die Items nehmen. Zack, ohne hier lang zu rerollen und was weiß ich. Flaps. Okay, die 20 nehme ich mit. Moment mal, die nehme ich mit. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Rein hier, jetzt spielen wir es recht. Auf geht's. Leider haben wir keine Schlüssel für die goldenen Chests, aber vielleicht werden uns ein paar Schlüssel gedroppt. Balls of Steel. Okay. Nein, dass die Flieger am Leben, verdammt. Ich will nicht mit der Fliege, dass die dann recharged. Ich mach das jetzt einfach mal. Oh, guck mal hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Jetzt recharge mal mein D20. So. Es dauert ein bisschen, aber ich will vorspulen. Ich will das jetzt mal hinkriegen. Das ist ein kleiner Gamebreak. Nein, 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 nicht die Fliege töten. Mann, die ist tot. Verdammt. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier. Warte mal, 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 warte mal. Ja, Fliegen spawnen. Wir müssen mehr Fliegen spawnen. Kein Pfeiler, bitte, kein Pfeiler für mich. Sehr gut. Geht das nur, wenn ich rausgehe und dann wieder reingehe? Die Fliege zählt leider nicht als Gegner. Okay, Ich hab gedacht, also, dass ich das rechargen kann immer wieder. Ja, leider zählt die Fliege nicht als Gegner. Und was, wenn das jetzt hier? Zählt das als... Natürlich. Zählt das jetzt als Gegner? Oh, wer hat sie getötet? Mein Cube of Meat, oder was? Ah, ich habe so viele Monster bei mir. Ich will jetzt mal mein Cube of Meat rerollen. So, komm her. Lade dich auf, mein Lieber. Mein Cube of Meat Reroll? Was habe ich gerade Cube of Meat Reroll gesagt? Ich bin ein wenig... Es ist spät. Ich will mein D20 aufladen. Genau, das ist mein Ziel. Aber es wird nichts. Es wird nichts, ne? Ach, Mann, schade. Oder? So, komm, dreimal. Dreimal kann er sich auf jeden Fall rechargen. So. Ich hab da eine Idee. Komm schon, einmal noch. Ein Recharge. Genau. Ich will es nur testen. Jetzt gehe ich raus und wieder rein. So. Jetzt müsste er sich ja nicht nochmal chargen. Ein bisschen anschwächen gleich. Aber nicht umbringen. Ja, er charged. Genau. Sehr nice. So können wir es nochmal schaffen. So könnten wir es nochmal schaffen. Können wir nur nicht töten. Ach ja, ach ja. Spaß für Groß und Klein. Nein, Abel, nicht töten. Jetzt darfst du töten. Auf geht's. Einmal noch. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier verweilen. Ich will es einmal nochmal machen. Vielleicht finden wir noch ein paar goldene Chests. Dann tun wir das. So. Mein Bein hat juckt. Wow, das war knapp. Das war knapp. Können wir da rein? Nein, uns fehlt noch ein halbes rotes Herzchen. Dann können wir rein. Jupp. Go. Da oben waren wir schon drin. Genau, genau, genau. Und so. Dann holen wir uns noch ein paar Münzen hier.
Oh. Okay, Health Up, sehr nice. Wir lassen noch ein paar Sachen droppen, einfach damit wir das dann rerollen können. So. Also so viel wie möglich. Warum nicht? Da gibt uns jetzt Flylauf, oder? Du bist jetzt Flylauf, ja. Lock up! Nice. Limit. So, ich glaube, das war's dann jetzt auch gleich. Ja, das war's jetzt auch gleich, oder? Komm, bis 20 spielen wir noch. Wir setzen uns ein Limit. So. Achso, ich bin schon bei 17, oh Gott. so. Okay. Was haben wir jetzt hier für Chests? Keine goldene Chest. Aber ganz viele Sachen. Safety Gap, okay. Nochmal Luck Up. Na komm schon, ein bisschen haben wir was bekommen, oder? Hier, Walter Steel, was haben wir hier? Ein Fragezeichen. Boah. Echt, da ist schon Errorraum, ey. Ich will ausflippen. Ich will ausflippen. Gut, haben wir schon mal Telepille. Können wir danach einsetzen? Den Defender können wir auch nicht rerollen, ne? Weil mein Ding nicht aufgecharged ist. Versteht ihr? Mein Ding. So, was haben wir hier? Wheel of Fortune, okay. Münzen, Münzen ohne Ende. Wheel of Fortune. Kann es sein, dass ich ein weißes Herzchen übersehen habe? Kann es sein? Fällt mir dazu ein. Hey, war hier nicht irgendwie auf der Ebene ein weißes Herzchen? Scheiß drauf. So, alles klar. Ich will lieber das hier mitnehmen. Die Empress. Die Bombe nehmen wir auch noch mit. Ist gratis. Und ich würde sagen... Wir gehen Richtung Kampfraum, ne? So, zunächst aber... Holen wir uns unseren Würfel wieder. Genau. So. Der leider nicht aufgeladen ist. Den Würfel können wir jetzt nicht rerollen. Egal, 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 egal. Ich will diese Ebene verlassen. Wir machen noch schnell den Kampfraum. Gucken wir, oder machen ihn beziehungsweise nicht, falls es da nur Scheiß-Items gibt. So. Und was wir bekommen... Okay, hat sich sehr gelohnt. Da war der Holly wieder zu gierig. Da war wieder gierig. Aber ich töte sie mit der Macht meiner Fliege. So. Au. Ach so, der war schon tot. Hat Abel ihn getötet, den letzten da. Könntest du natürlich raus teleportieren. Das Ganze normal machen. Eigentlich. Und dann rerollen eigentlich. Oder? Ja, das könnten wir machen. Ach verdammt, es gibt so viele Möglichkeiten. So. Muss wieder raus. Ah, verdammt, das ist das an. Ah, ich habe die Karte wieder verwechselt. Das gibt's doch nicht. Warum verwechsel ich mal die Karten? Wenn mir mal gesagt wurde, The Empress Secret Room. Das habe ich mir gemerkt. Ich wurde verarscht, ey. Verdammt. Wir können aber einmal rerollen. Hey, wir können jetzt einmal rerollen. Nee, doch, Mom kommt jetzt. Verdammt. In Necropolis? Ich dachte, in Necropolis 2 oder so. Na, verdammt. Egal. So, was macht die blaue Modi? Ich glaube, der macht stärkere Gegner. Das Polaroid haben wir auch noch nicht gefunden. Ich hoffe, das bekommen wir, weil sonst kommen wir nicht nach oben. Ach, verdammt. Zack. Ja, das bin ich, Mutti. Komm, Wurstfinger raus. Ja, sehr gut, damit die Fliege ein bisschen Schaden macht. Wurstfinger raus. Ach. So. Perfekt. Polaroid ist da. Müssen wir das mitnehmen? Mom's Purse haben wir leider nicht gehabt. Ein HP-Upgrade. Auf geht's in die nächste Ebene. Go! Dann besiegen wir jetzt mal ganz schnell It Lives. It lives in our heart. So, rein da. Keine Zeit verschwenden. Ja, mal durchsprengen. So. Tja, uns fehlt noch der Damage, ne? Unser Damage ist gerade diese blöde Fliege. Nichts weiter. So. Okay. The Womp ist nichts helligen, oder was? Nee, hier sind wir auch falsch, verdammt. Ah, da bekommen wir Schaden. Ouch, 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 ouch. Wir müssen uns hier nach rechts jetzt kämpfen. Ich springe nicht mehr durch. Auf geht's. Oh Gott. Wobei, das geht eigentlich mit unserem Piercing-Shots. Geht's eigentlich? Moment, können wir schnell töten. Vielleicht bekommen wir was Cooles gedroppt. Ein blaues Herzchen wäre schon cool. Ah, fuck. Und wir bekommen Schaden, ey. Verdammt. So. Da, die Abel hinter mir, die Gegner. Aufgeplatzt. Und es hat nichts gebracht. So. Ja, ich gebe Abel die Schuld. Alles ist Abels Schuld. Kein blauer Stein? Schade. So. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Go. Ja,
Na, komme ich an mit meiner Fliege? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Ich dachte, ich könnte nicht Schaden machen mit dem. Uiuiuiuiuiui. Komm, einfrieren, einfrieren. Komm schon, Gesch. Zusammen schaffen wir das. Sehr nice. Das ist der Schaden, den er verdient hat. Halbes jetzt hier nur, damit wir am Ende auch den Polaroid-Effekt bekommen. Würde ich sagen. Na? Schön mit der Fliege kämpfen. Zack. Ja. Jetzt sieht's aber ein bisschen. Jetzt ist es unharmonisch hier alles. Boah, wie das Ding aushält, ne? Unglaublich. Der andere Boss wäre schon zweimal tot. Gottes Willen, wird auch mal Zeit hier. Zack, auf geht's in die nächste Ebene. So, Curse of Darkness. Na, das liebe ich doch. Das liebe ich doch. Ist hier der Geheimraum? Der ist da. Yes. Und wir bekommen hier keinen Greed. Curse of Darkness ist einfach für den Arsch, ey. Ja, wo ist jetzt der Boss? Keine Ahnung. Der kommt, das bringt uns gar nichts. Springen wir einfach mal durch hier. Oder machen wir die fertig? Wir machen die fertig ganz schnell. Zack, 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 zack. Das mag ich, wenn die diese Geräusche machen. So. Und go. So. Häuptling, Isaac kennt keinen Schmerz. Oh, hier ist der super mega Geheimraum. Und es gibt nur eine Wand, das ist perfekt. Dann weiß ich, wo ich sprengen muss. Komm her. Sehr gut. Und wir bekommen hier Curved Horn. Ach, schade, 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 schade. Curved Diamonds einsetzen. Hier können wir auch wieder ein bisschen dran spielen und so ein Scheiß. Vielleicht platzt es ja auf und gibt uns dann dieses HP-Upgrade. Vielleicht tut es auch gar nichts. So. Ich brauche irgendwie Leben. Ich brauche echt Leben. Ich kann das mal aufsprengen. Komm, auf geht's. Ein Herzchen? Okay, ein weißes Herzchen. Akzeptiere ich auch. Full Health oder was? Luck up. Ach, scheiß auf euch, ey. Zack. Und zack. Auf Wiedersehen. Full Health? Tears up. Oh, die hatten wir auch in diesem Run. Ganz vergessen. Bossraum? Na, du siehst nicht nach Bossraum aus. Na, verdammt, verdammt, verdammt. Ich wollte mich da nicht auf dem Stein verstecken, aber ich bin ein bisschen zu schnell und bin da rüber geslided. Und es ist eine Sackgasse. Verdammt. So, Schlüssel, Herzchen. Verdammt, eine Sackgasse. Verdammt, 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 verdammt. Na, den will ich nicht haben. Boah. Bin gerade am Schweigen, ne? Weil ich muss das jetzt irgendwie hier schaffen, diesen blöden Run. Ah, Mann. Wieso ist hier auch eine Sackgasse? Wo geht's denn noch weiter? Ja, genau. Komm schon, greif mich an. Genau, die Fliege macht dich fertig. Komm her. Komm her. Wie zum Teufel hat er mich gerade gekriegt? So, Stars. Boss. Ach, da oben geht's noch weiter, oder was? Nee, Moment mal, da waren wir. Guck mal, ein blauer Stein haben wir gefunden. Ja, hier geht's weiter, verdammt. Lass mal schnell hier durch.
Nein! Das schaffe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Curse of Darkness. Der Bauer ist zu strong. So. Her damit. Arschgeigenkopf. So. What a horrible night. Super. Ein Schutzschild. Und Leute, das wird ein Scheiß-Run. Das ist ein Scheiß-Run. Okay, gut. Bin zufrieden damit. Dafür lade ich ihn, glaube ich, komplett hoch. Hab den jetzt komplett gesehen. Und wieso ist hier wieder eine Sackgasse? Wo geht's denn lang, Mann? Und wir sind tot. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben noch ein One-Up. Verdammte Scheiße. Gut, dann bekämpfen wir halt alles. Und wir bekommen natürlich direkt einen Schaden. So, es ist unsere zweite Chance. Ist es unsere zweite Chance? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich bleib trotzdem noch konzentriert. Ich werde es versuchen, das Bestmögliche daraus rauszuholen. Und wo zum Teufel geht es weiter? Da lang, um Gottes Willen. Jetzt hier. So, jetzt hier. Nein, 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 Batman. Lucky Toe können wir nicht mitnehmen. Ich mag doch so sehr abgetrennte Zehen. So. Wiedersehen. Bisschen hektisch spiele ich, ne? Aber ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Schon 0.11 Uhr, ey. Ich will auch morgen irgendwann aufstehen. So. So, Piercing Shots können wir schön da die gesamten Gegner da aufmischen. Mit Abel schießen wir von beiden Richtungen den Feind an. Gut. Kreuzfeuer. Und mit der Fliege ein wenig. Ach, die Viecher. Oh, da ist Abel ganz gut. Während ich es ablenke, könnte Abel da schön Damage machen. So. Ja, verfolg mich ruhig, verfolg mich. Verfolg mich ruhig. Mann, verdammt. Na, zu weit geflogen, zu weit geflogen. Ich frage mich echt, wie wir das Blue Baby töten wollen. Oh, das wird lange dauern. Das wird ein harter, langer Kampf, bei dem ich keine Chance habe. Außer die Chest bietet uns richtig geile Items. So, auf geht's. Wir sind eigentlich im Himmel. Kein Curse of Darkness. Der Boss ist am Arsch der Welt. Sehr gut. So gefällt mir doch. Verdammt. Nein. Und es ist noch nicht mal richtig gesprengt. Verdammt. So, jetzt aber. Ja. Ah, verdammt, die leben da noch, ne? Verdammt, ich muss sie jetzt nochmal besiegen, weil die da, was sie ausgespuckt haben. Habe ich nicht getötet. Verdammt! Da war ich ein bisschen zu hektisch. Flüchtigkeitsfehler. Und tschüss. Und blops. Super geiler Raum, aber leider haben wir keine Bomben dafür. Oh Gott. Oh, es läuft so scheiße. Ich habe auch echt keinen Bock mehr auf diesen Mann, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist der Mann. Vielleicht geschieht ein Wunder. Vielleicht geschieht ein Wunder. Vielleicht habe ich ihn hochgeladen, weil gleich ein Wunder geschieht. Man weiß es ja nicht. Ja, ja, haltet die Fresse. Haltet die Fresse einfach alle. So. Na, vielleicht ist da die Taube drin. Komm, geh ich rein. Na, Taube. Nein! Ich dachte, ich krieg die Taube. Ich hab gerollt, weil ich dachte, ich krieg die Taube. Ah. Ah. Oh,
Stats ab. Das wäre so gut. Aber ich habe gedacht, hey, vielleicht ist der Run beschissen, aber dafür kriegen wir die Taube. Oh, fuck. Mann. Wartet mal. Nee, krieg ich nicht hin. Ich dachte, ich kann sie da hinschubsen. Oh, Stats ab. Das wäre so gut. Ich könnte hier ein bisschen die Herzen voll spielen. Schaffen wir das? Ich hoffe, ihr versteht das. Natürlich wäre es schlau, das aufzuheben. Auf jeden Fall. Zack, aufheben, fertig. Aber ich dachte, vielleicht bekommen wir die Taube. Und dann sterben wir, aber dafür haben wir die Taube. Ist doch auch gut. Mann. Hatte schon vor Augen die Taube, wie wir sie aufheben. Und ihr Leben retten. So. Na, gib uns ein paar Herzen. Gib uns ein paar Herzen. Gib uns ein paar Herzen. Holly will Herzen. Immer noch. Oh, komm schon. Ich spreng dich jetzt. Komm, ich spreng dich jetzt. Scheiß drauf. Eine Münze noch und go. Ah, ich habe keine Bombe. Ich kann dich nicht mal sprengen. Ich habe doch so viel Luck ab. Du willst mich doch verarschen. Na, was ist das hier? Balls of Steel. Okay. Kleiner Hoffnungsschimmer. Eine Pretty Fly. Ein Herz. Fliege. Noch ein Herz. Super, ein halbes sogar. Okay, da haben wir uns wieder hochgespielt. Okay, weiter geht's. Go. Diesen Raum noch überleben. Okay, so eine Schaden. Sehr gut. Und go. Oh, Schlüssel. So. Wenigstens in die Chest rein. Und jetzt schön lang anhalten. Zusammen mit Gish und mit mir. Go, 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 go. Ich versuche auszuweichen. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ein Viertel haben wir schon. Das ist ja zu viel fast, ne? Verdammt, 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 verdammt. Wow, 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 wow. Ich greife mit der Fliege an. Ich greife mit der Fliege an. Ja, das bringt nichts. Go, 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 go. Ich teleportiere mich raus, Leute. Ich hätte es nicht geschafft. Wir müssen es nochmal versuchen. Wo bin ich jetzt hier? In diesem Geheimraum. Oh, Ace of Spade. Und ich komme nur da raus. Oh. Wir gehen jetzt wieder nach oben hin und spielen wieder am Automaten, ey. Verdammt, dann spule ich das halt vor. Aber da, ne. Hab nicht hingekriegt. Scheiße. Bitte flieg nicht in die Luft. Und das war's. Verdammt, Leute. Mein Plan ist es jetzt noch zum Bücherraum mich vorzukämpfen. Vielleicht finden wir da ein Buch, das uns ein bisschen den Arsch rettet. Wir haben eine Bombe. Waren wir schon da unten drin? Ja, waren wir schon. Okay, go. Okay, sehr gut. Ein ganz simpler Raum. Einfach noch ein bisschen dodgen. Und alles ist easy. Was ist das hier? Luck up. Noch mehr Luck up. Meine Güte. Schlüssel haben wir auch genug. Eine Christ. Verdammt. Aber das können wir rerollen. Das können wir auf jeden Fall rerollen. Vielleicht dieses Buch, das uns Schutz gibt. Ja, nicht das. Was gehört hier noch dazu? Eine Bombe. Oh. Vielleicht finden wir noch in den anderen Räumen irgendetwas. Die goldene Chest, die alles entscheidet. Nein, leider ist es nur Strength. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie... Ach, guck mal hier. Schlüssel, leider kein Stone. So. Ja, das ist das Problem. Nur die Fliege macht jetzt verdammt viel Damage. Full Health? Full Health. Wir haben wieder eine Chance. Wir haben wieder eine Chance. Auf geht's. Wir haben wieder eine Chance. Oh Gott, hab ich Glück gehabt. Meine Güte, ist das ein Run, ey. Ein Hin und Her. Ein Hin und Her. Vielleicht geschieht noch ein Wunder. Ich sag's euch. Vielleicht geschieht noch ein Wunder. Ja, ein Wunder ist immer gut. So. Los geht's. Machen wir den Arschloch fertig. Direkt Strength einsetzen. Und go. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen mehr ausweichen. Wobei es ziemlich schwer, da richtig auszuweichen, hier bei den Random Tiers da.
brauchen wir eine Pretty Fly mehr. Ah, leider, 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 leider. Immerhin habe ich den Spider-Bite. Und wir können rerollen, hey. Immerhin. Falls wir es schaffen, können wir ja den Bücherraum rerollen oder einfach mal rein in die Chest. Oh, das wird knapp, ey. Das wird echt eine knappe Sache, wenn gleich noch die Engel kommen. Und ich habe nur, ich habe kein halbes Herzchen, das ist das Problem. Ich bekomme nicht den Polaroid-Effekt. Na, wo sind die Engel? Kommen die nicht? Die kommen doch gleich, oder? Fuck, komm, go, 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 go. Ist gut, sehr gut, ein halbes Herzchen bekommen. Einfach rein in die Chest, einfach rein in die Chest. Zack, was gibt's hier? Okay, scheiße, alles Mist. Mr. Items. Aber einmal heilen geht. So, und reroll. Und wir bekommen 99 Schlüssel Guardian Angel. Guardian Angel auf jeden Fall. Das sind wir auch einmal ein. Die Empress, okay. So, den Rest werde ich gleich rerollen. Ach ne, der Boss ist da oben. Ich will mich schnurstracks zum Boss durchkämpfen. Jupp, das will ich. Das ist mein Plan. Aber ein bisschen rerollen geht natürlich auch. So. Herzchen haben wir sogar auch noch das bekommen. Sexy Maxi. Oh, drei Lokis. Das sind drei Lokis zu viel hier für mich. Diese Piercing-Shots fühlt es sich auch so an, als würden wir gar keinen Damage machen. Na gut, wir machen jetzt nicht so viel Damage, aber eigentlich ist es verdammt krass. Wir machen eigentlich doppelt so viel Damage, ne? Weil wir machen ja zwei Gegner eigentlich gleichzeitig, wenn die hintereinander stehen. So, ein Loki ist weg, sehr gut. Sehr gut. Wir können rerollen. Okay, 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 okay. Bipa, bipa. Nö, brauche ich nicht. Bipa Butzemann. Verdammt, wie groß ist denn das hier? Und wo muss ich jetzt lang? Oben oder nach rechts? Ich gehe, glaube ich, einfach nach rechts. Ich glaube, es wird schon richtig sein. Die Türen können wir hier leider nicht aufsprengen. Das heißt, wir müssen uns hier durchkämpfen durch alle Räume. Was nicht so geil ist. So. Okay, her damit, danke. Na, ah, Bombe verschwendet. Ich dachte, er frisst die. Nein. Okay, genug Bomben verschwendet. So. Einmal rerollen. Verdammt. Ich muss doch hin und her latschen und rerollen. Ach, der Quadshot. Ja, ich nehme mal mit. Wir nehmen den Quadshot mal mit. Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht kriegen wir auch noch ein besseres Space-Item irgendwie, ne? Das wäre auch noch ganz gut. Oh nein, jetzt habe ich. Ah, nein, bis jetzt genommen. Scheiße. Guck mal, der Supergeheimraum. Den können wir auch noch finden. Und, mal abchecken. So. Schauen, was er für uns gleich hat. Der mit der Fliege. Mit der Fliege im Seiten, ja. Okay, der Guardian Angel kann uns auf jeden Fall schützen. Ich meine, wenn wir Isaac mit so vielen Dingern besiegt haben, schaffen wir das doch. Hundertprozentig. Jetzt noch ein halbes Herz, das wäre perfekt. Ein ganzes leider, okay. Der Automat, ja, wir könnten auf jeden Fall ein anderes Trinket bekommen. Warum nicht? Ein paar blaue Herzchen auch. Warum nicht? Polaroid brauchen wir nicht mehr. Wobei doch eigentlich schon, wenn wir jetzt noch ein halbes Herzchen bekommen. Halt. Aber Curved Horn würde ich, glaube ich, bevorzugen. Einfach, damit wir mehr Damage machen. Scheißhart, ne. Alles nicht so das, was ich will. Was ist das hier? The World. Okay. Na gut. Da hoch. Gott, wie viele Räume gibt es denn mit denen? Langsam ziemlich lästig. So.
Crack the Sky brauche ich nicht, überleg gerade. Ah, Lucky Food, was brauche ich das? Warte mal. Komm, wir clearen nochmal hier ein bisschen die Räume und hoffen einfach, dass wir nochmal rerollen können und was Cooles bekommen. Oder? Wenn wir schon bis zur Kiste geschafft haben, dann will ich auch ein bisschen rerollen. So. Ich versuche sie gerade ein bisschen auch mit der Fliege da zu holen. Deswegen das komische Movement. So. Sehr gut. Was ist das hier? Balls of Steel. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. So. Haben wir es doch noch so weit geschafft. Ich habe schon echt aufgegeben. Ihr wahrscheinlich auch. So. Okay, einmal Reroll noch. Komm, einmal noch. Ich spür's. Da kommt was richtig Gutes. Oh, ich spür's. Das ist so gut. Pass auf. Hier. Ah, und Damage up. Immerhin. Leider kein gutes Space-Item. Wobei das Epic Feat ist, ne? Komm, nehmen wir halt den mit. Und machen dann den letzten Schuss. Epic Featisch. Weißt du, mit dem. Den letzten Fitzelchen Leben hauen wir mit Epic Featisch raus. So, auf geht's. Mehr Blue Baby. Hab gehört, du bist stark oder sowas. So. Die Empress. Wird Schaden bekommen. Ach, Mist. Ja, das wird aber schon. Das müsste machbar sein. Das müsste problemlos machbar sein. Komm mit der Fliege noch ein bisschen. Ein paar Bomben. Nein! Ah, schade, ich dachte, ich krieg ihn tot. Okay. Dislike dafür, dass ich es nicht geschafft habe, was? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben ein verdammt riesigen Schädel. Das war's erstmal. Ich lade den Run oder hab den Run. Habe gerade spontan entschieden während des Runs, dass ich ihn komplett hochlade, damit wir dann übermorgen mit aller Frische, beziehungsweise morgen, für euch ist es morgen, mit einem neuen krassen Run starten können. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich jetzt. War ein sehr unspektakulärer Run. Ja, das ist das richtige Wort. Bis dann. Ich verziehe mich jetzt.